Die Teilnehmer einer Gewerkschaftsdemonstration in Hannover haben sich mit den Atomkraftgegnern solidarisch gezeigt. Auch sie verlangten einen zügigen Ausstieg aus der Atomenergie. Die mehr als 10.000 Menschen protestierten aber vor allem gegen die Sozialpolitik der Bundesregierung. Sie forderten unter anderem die Abschaffung der Rente mit 67 und höhere Hartz-IV-Sätze. DGB-Chef Sommer sagte, Arbeitgeber und Regierung würden eine Politik gegen die sozial Schwachen machen und forderte einen Kurswechsel. Die Kundgebung war laut Gewerkschaft der Auftakt zu weiteren Protestaktionen. In mehreren Städten hat der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB heute zu Demonstrationen gegen den Sozialabbau aufgerufen. Zur größten Kundgebung in Stuttgart werden mehrere 10.000 Menschen erwartet. Das Motto der Veranstaltung lautet Deutschland in Schieflage. Die Proteste der Gewerkschafter richten sich vor allem gegen die Gesundheitsreform der Bundesregierung sowie gegen Niedriglöhne und die Rente mit 67. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat in mehreren Städten zu Demonstrationen gegen die Sparprogramme der Regierung aufgerufen. Die Proteste richten sich vor allem gegen niedrige Löhne und die Rente mit 67 sowie die Gesundheitsreform. Die größten Kundgebungen finden in Nürnberg und Stuttgart statt. Dort versammelten sich mehrere 10.000 Menschen. Aus ganz Deutschland sind sie gekommen, um zu zeigen, für sie geht es so nicht weiter. Die Mitglieder der Gewerkschaften fordern gerechte Löhne, eine gute Absicherung im Alter, ein solidarisches Gesundheitssystem und bessere Bildungschancen. Wir sind hier, die ganze Familie, sogar mit unserem Kind. Und es ist einfach wichtig, dass man der Regierung sagt, so geht es nicht weiter, weil im Prinzip hängt alles an den kleinen Leuten. Wir sind hier wegen der Rente mit 67 und wegen der Krankenkasse. Es gibt nur eine Sprache, die unsere Politiker verstehen. Und das ist, wenn das Volk auf die Straße geht und sagt, Schluss damit. Sie wollen Widerstand leisten, auch wenn bereits gestern die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge beschlossen wurde. Ich denke, es wird öffentlich sehr wahrgenommen und es wird den Druck erhöhen. Davon bin ich überzeugt. Und Politik kann nicht davonlaufen oder verweigern, sondern muss sich auch Realitäten stellen. Dafür gehen die Gewerkschaftsmitglieder nicht nur auf die Straße, sondern starten auch Aktionen in ihren Betrieben gegen den Sozialabbau. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat heute zu Demonstrationen aufgerufen und damit beginnen die Nachrichten von Gundula. Zehntausende beteiligten sich an den Protestaktionen des DGB in Stuttgart, Nürnberg, Dortmund und Erfurt. Unter dem Motto Gerechtigkeit ist etwas anderes, wir brauchen einen Kurswechsel, forderten sie gerechtere Löhne und die Abkehr von der Rente mit 67. In Stuttgart kamen nach Polizeiangaben rund 30.000 Menschen zur zentralen DGB-Kundgebung. Dort kritisierte IG Metall-Chef Huber, die Sparpolitik der schwarz-gelben Koalition zerstöre den Sozialstaat. Französische Verhältnisse haben die Deutschen noch nicht erreicht. Denn wenn die Franzosen richtig wütend auf die Regierung werden, dann gehen gleich Millionen auf die Straße. Aber auch bei uns werden es immer mehr, ob bei den Protesten gegen Atompolitik oder gegen einen berühmten Bahnhof. Diese neue Lust am Aufstand wollen sich auch die Gewerkschaften zunutze machen.
Aus Merkels kühlem Herbst der Entscheidungen soll ein heißer Herbst werden, so hat es ein gewisser Herr Sommer angekündigt. Und so schien auch der Ort der größten Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes heute nicht zufällig gewählt. Von der Deutschen Bastille berichtet Thomas Stephan. Am Stuttgarter Bahnhof kommen sie an. Am umstrittenen Bahnhof, der bundesweit für viele zum Sinnbild eines neuen bürgerlichen Protestes geworden ist. Und mancher Gewerkschafter meint, der Protest gegen die Regierungspolitik müsse mindestens so heftig sein wie der gegen Stuttgart 21. S21, unabhängig davon, wie man darüber denkt, hat doch gezeigt, es gibt nur eine Sprache, die unsere Politiker verstehen. Und das ist, wenn das Volk auf die Straße geht und sagt, Schluss damit, aufhören. Es sind viel zu wenig, die hier sind. Wir werden etwa 40.000 sein, aber meiner Achtung nach viel zu wenig. Die Gewerkschaft muss da massiver sein, im ganzen Land. Das ist zu lasch. IG Metall-Chef Berthold Huber organisiert einen Teil des Protestes. 2,3 Millionen Mitglieder zählt seine Gewerkschaft. Aber wie mächtig ist sie? Vieles, was die Gewerkschaften als ungerecht empfinden, konnten sie nicht verhindern. Etwa das Sparpaket der Bundesregierung. Und auf dem Truck, in den Huber steigt, steht nicht Aufstand, sondern Kurswechsel. Drinnen Kartons mit 150.000 Abstimmungskarten gegen den Kurs der Bundesregierung. Dass diese die Kartons nicht entgegennehmen will, sei typisch, findet Huber. Ja, das ist die Ignoranz von Politik. Wenn man die Stimmen der Leute nicht mehr hören will, dann sagt man, wir wollen mit euch nicht mehr reden. Das Ergebnis könnt ihr hier vorne in Stuttgart 21 besichtigen. Heute versuchten sich bundesweit 100.000 Gewerkschafter, so der DGB, Gehör zu verschaffen. Daumen runter für die Regierungspolitik, stattdessen Kurswechsel. Huber definiert ihn. Rente mit 67 abschaffen. Die Banken wegen der Finanzkrise zur Kasse bitten. Gleicher Lohn für Leiharbeiter. Das fordert Huber. Doch die gestern beschlossene Erhöhung der Krankenkassenbeiträge konnten die Gewerkschaften schon mal nicht stoppen. Huber weiß, dass er weiter mobilisieren muss. Die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Und wir werden auch in den Betrieben weiter Druck machen. Das ist erst der Beginn. Der Protest also soll weitergehen. Irgendwie und ganz unabhängig davon, ob sich in der Bundesregierung nicht doch noch jemand findet, der Protestpost annimmt. Ja.